Hallo und willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Wir sind auf dem Weg zur Kandrian-Feste, um deinen Ring zu klauen. Stirb, kleiner Bär. Es tut mir leid, aber es muss sein. In langer Nacht brachten die Brüder Krieg übers Land. Bis der Herr des Leids, der Ritter der Trauer, erhob sich mit Stahl in der Hand. Aufstieg Akatas Hammer, fiel nieder, wieder und wieder. Er raubte den Thron von Kandrian. Das war ziemlich kurz. Na gut. Aha. Aha! Hier. Und so schön, Dietricher. Wieder was Gelbes gefunden. Die da. Chance auf Betäuben, Betäubungsdauer, Schaden mit Langschwertern und Hämmern. Toll, toll. Ist aber nicht so gut wie unsere. Nee, 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 auf keinen Fall. Des Märtyrers. Wir sind ja kein Märtyrer. Und hier hinten ist ein Ausgang. Wahrscheinlich. Ja. Da kommen wir so rein. Ich möchte aber nicht durch den Hintereingang rein. Das wäre ja wie eine Abkürzung, wie gecheatet. Da kommen wir mit Sicherheit dann wieder raus. Wir gehen brachial in den Vordereingang. Natürlich. Ist ja klar, ne? So, dann müssen wir durch die Kandrian-Feste. Ja, da haben sie entdeckt. Das nehmen wir mit, sage ich. So. Sind wir aufgehalten? Nö. Es scheint gerade nicht wirklich Nacht zu sein. Aber wir haben gehört, der bewahrt den Ring irgendwie in seiner Kammer auf. Da sind ja erstaunlich wenig Gegner. Das ist beängstigend, muss ich ein bisschen sagen, weil es könnte sein, dass die alle noch zu Gegnern werden, wenn es zu wenige sind. Wenn hier die ganze Chance überfüllt wäre mit Leuten überall, wäre das jetzt nicht so. Aber hier. Ah, wir klauen mal ein bisschen. Gewölbe, da geht's runter. Ist denn sowas wie der Abwasserkanal? Schätze ich. Hier ist niemand. Was ist das hier in der Mitte? Das sieht ganz normal aus. Ganz normal, alles klar. Da scheint eine Gruft zu sein. So was in der Art. So schwer. Ist verschlossen auch noch. Den Raum kennen wir ja von anderen Grüften. Oder anderen. Ja, den Dingern so. Wisst ihr schon Bescheid. Noch eine schwere Truhe. Nein, war doch richtig hier. Ach Gott. Wir klauen einfach alles. Wir gehören dazu in die Reisenden. Wir dürfen das. Das ist halt unser Recht. Fies, ich weiß. Und ich denke, wir werden dann zum Gewölbe wieder rausgehen. Nehme ich mal an. Da wir das noch nicht erkundet haben. So, wie sieht es denn auf der Gebietskarte eigentlich aus? Oh, das sieht ziemlich groß aus. Hier können wir nicht hin.
Sieht uns hier jemand? Nö. Danke, tschüss. Dann geht's nur hier lang. Ja, genau. Hi, wir plündern hier ein bisschen den Ort. Tschüss. Interessiert halt keinen. Den Raum kenne ich auch. Ungefähr jedenfalls. Ich glaube, da war in der Waffenkammer der der Kriegsgeweihten. Die haben uns natürlich jetzt gesehen. Können die uns bitte nicht sehen? Ja, das sieht gut aus. Das geht alles runter. Seltsamerweise können die nicht über die Brüstung sehen. Was haben wir denn hier drin? Große. Und 14%. Ja, nicht schlecht. Und Volltrefferchance mit Magie. Ja, kann man ganz gut gebrauchen. Kann man es jetzt? 3%. Nehmen wir mit. Haben wir uns nicht entdeckt. Auch bei den Kriegsgeweihten selber ist das auch drin, war in der Halle. In der Einfeste. Hier ist nichts. Gut. Du müsstest Lord Kandrian sein, oder? Ja. Das ist der. Was haben wir hier drin? Meisterstab. Trübe Scherbe. Na gut. Nicht so besonders. Können wir uns hier hinten verstecken? Ja. So, dass er uns nicht unbedingt sieht. Der Ratchet hat die ganze Zeit jetzt ringsrum hier. Können wir von dir was klauen? Nö, nichts stehlen. Okay. Dann gehen wir hier hinten und klauen den Ring von dir. Du hast ein Bücherregal, was leer ist, und wir können trotzdem was klauen. Handelsvertrag? Okay, nee, dann lassen wir erstmal noch drinnen. Nach den Ring haben wir jetzt einfach so aus dem Schrank genommen. Tschüss, Kandrian. War nett mit dir. Ach, da kommen wir gar nicht hin, sehe ich gerade. Dieser Riesenraum hier unten, da kommen wir gar nicht hin, weil hier keine Verbindung besteht. Da ist ja keine Verbindung. Achso, kommen wir gar nicht hin. Okay. Gibt es bei den Kriegsgeweihten auch. Da gibt es auch einen riesengroßen Raum, wo man nicht hinkommt. Hier war ich noch nicht drin, oder? Nee. Aber hier ist auch ein Grafikfehler. Das ist bloß ein Grafikfehler, den wir hier finden. Sonst nichts. Gut. Hier ist eine Truhe. Das hat uns keiner gesehen. Okay. Irgendwie ein bisschen unglaubwürdig, wenn wir durch die Hallen rennen und uns keiner bemerkt, dass wir da sind. Aber gut. Mensch. So, ab ins Gewölbe. Das ist geradeaus durch. Hoppsala. So. Aber wir können ja das. Wir können ja das nehmen. Wir können ja ein bisschen Fernkampf machen. So, ab ins Gewölbe. Kobolde. Das wird sicher noch wichtig werden. Im späteren Verlauf, wenn wir uns da wirklich reinschleichen müssen. In diese Feste. Wo schleuderst du denn deine Bomben hin?
alle besiegt. Du hast was gedroppt. Oh, schön, eine Rüstung. Plündertruhe, wir haben wieder was Gelbes, Rüstung. Das ist sogar Kampf. Okay, Körperschaden, Rüstung, Mana, 2 auf Machtfähigkeit. Hm, nicht schlecht, aber wir haben schon 2 auf Machtfähigkeiten durch unsere andere Ausrüstung. Brauchen wir nicht wirklich. Hier haben wir auch nichts wirklich Tolles gefunden. Nö. Okay, da haben wir einen versteckten Schatz. Der Haufen. Ansonsten können wir hier weiter. Hier steht eine Statue. Okay. Und eine Menge zu looten noch. Auch nicht schlecht. Alles unverschlossen. Steht da einfach so rum. Warum leuchtet der Pilz lila? Ich frag gar nicht. Kommen wir da hin zur Statue? Kann man mit der irgendwas machen? Ich hätte es gar nicht gesehen. Ich dachte, die ist unten, aber ne. Scheint hier oben zu sein. Nö, kann man scheinbar nichts mitmachen. Schade. Schöne Statue, die einfach so rumsteht. Warum leuchtest du lila? Wenige kommen schon weg, gewachsen da, aber. Na gut. Leuchtest du halt lila. Da hinten haben wir noch zum Klauen. Und hier kommen wir jetzt wieder raus. Jupp. Wie erwartet. Und da haben wir eigentlich das Gebiet schon fast alles erkundet. Wir können hier noch hin. Da hinten könnte noch was sein. Dahin. So langsam gehen uns dann wirklich die Quest irgendwann aus. Was wir klauen. Ah, gut. Ihr habt den Ring. Ja. Damit sind wir unserem Ziel einen Schritt näher. Lord Kandrian aus seiner Feste zu treiben und die Kandrian-Wache zu entfesseln, um die Tuatha zu bekämpfen. Aber du hast jetzt einen Siegelring. Du könntest also jetzt irgendwelche Dokumente damit fälschen. Ja. Wir müssen den Ring anpassen, bevor wir ihn zu Lord Kandrian zurückbringen. Was? Es gibt einen Altar im Westen von Kandrian, der für unsere Zwecke wie geschaffen ist. Hä? Bringt den Ring dorthin und legt ihn auf den Altar. Unter Umständen müsst ihr mit Widerstand rechnen. Hä? Sorgt einfach dafür, dass nichts den Ring stört, bis es vollbracht ist. Kehrt anschließend zu mir zurück. What? Lebt wohl. Was machen wir? Verfluchen wir den Ring jetzt und geben den zurück? Ich meine, bearbeiten auf dem Altar legen, der wird ja dadurch nicht, keine Ahnung, das Siegel ändern oder so. Was tun wir hier? Will ich das wirklich wissen, was wir hier tun? Da drüben ist mir. Will ich wirklich wissen, was wir hier tun? Das erscheint mir irgendwie nicht richtig. Irgendwas ist doch hier schon wieder hart genug. Irgendwas ist doch da nicht richtig bei der Quest. Glaube ich zumindest. Wen haben wir denn da? Ich sehe niemanden. Wölfe und Freimänner. Okay. Ach, das sind die wieder. Ja.
ist nichts gedroppt. Okay. Geradewegs in unsere. Tanzen wir, Wurm! Hast du mich gerade Wurm genannt? Wollte ich gerade sagen, droppt eure Armbänder, verflixt. Da lang. Gazellen. Da haben wir eine verfluchte Truhe. Oh, jetzt ist es plötzlich dunkel geworden. Speer. Ja, wir haben drei Versuche war. Da hat natürlich nicht geklappt. Aber wir haben nicht verflucht, das ist gut. Ich will das eigentlich gar nicht. Nein, vier. Gucken wir erstmal dich. Okay, das, naja gut, war jetzt nicht so die Gegenwehr, die ich erwartet hatte. Dann nehmen wir den Ring wieder mit. Das ist irgendwie seltsam, die Quest, muss ich sagen. Bisschen. Was haben wir jetzt getan? Beeindruckend! Der Altar hat diesen Ring wirklich mit einem schweren Fluch war belegt. Klar. Was soll ich mit dem Ring machen? Bringt ihn an seinen rechtmäßigen Platz zurück. Achtet darauf, dass ihr nicht gesehen werdet. Die Festungswachen sind äußerst wachsam, seit der Ring verschwunden ist. Wenn Indre Kandrian tot ist, wird Erion Rhaidarn gewiss zum neuen Lord ernannt. Er wird die Tuatha ein für allemal von unserer Küste vertreiben. Alter, wir sollen ihn töten? Keine Sorge. Es wird schmerzlos sein. Toll. Nachdem er den Ring getragen hat und zu Bett geht, wird er einfach einschlafen und nicht mehr aufwachen. Was dachtet ihr denn, was ihr tut? Ganz ehrlich, habt ihr je von einem Fluch gehört, der aus einem Feigling einen mutigen Mann formen kann? Das ist der einzige Weg. Das ist aber trotzdem Mord, mein Freund. Will ich ihn wirklich töten? Eigentlich nicht. Das ist wirklich eine schwierige Entscheidung. Ich will ihn nicht töten. Ich will ihn wirklich nicht töten. Können wir ihn nicht auf eine Reise schicken oder so? Müssen wir ihn wirklich umbringen? Das ist wirklich eine schwierige Quest, schwierige Entscheidung jetzt. Schließt ihr die Quest ab oder ich weiß nicht, was mit dem Ring passiert, den wir jetzt im Inventar haben. Ob wir den dann loswerden können, wenn wir die Quest einfach abbrechen. Na gut, wir machen's. Gut, ihr müsst dieses Mal einen anderen Eingang finden. Ja. Seit eurem letzten Besuch wurde das Haupttor verriegelt und alle Besucher wurden ausgesperrt. Denkt daran. Legt den Ring wieder dorthin zurück, wo ihr ihn gefunden habt, ohne dass es jemand bemerkt. Hoffentlich denkt Kandrian, dass er ihn übersehen hat. Lebt wohl. Das ist jetzt wirklich eine ziemliche krasse Wendung, muss ich sagen. Das haben wir schon irgendwie klar, dass wir den auf den Altar legen und dann Fluch drauf machen. Ich wusste es wirklich nicht mehr, aber es konnte eigentlich nichts anderes sein.
Na toll, jetzt haben wir einen verfluchten Ring im Inventar. Das ist immer eine gute Idee. Das ist immer eine gute Idee. Die Wache hier ist noch weiß. Okay. Also die da am Tor steht. Aber wir kennen ja das Gewölbe schon. Wir waren ja schon mal hier. Und haben hier schon ein bisschen aufgeräumt. Jetzt haben wir noch den hier leuchtende Pilz da. Aber keine Kobolde. Und sonst auch nichts. Wir können immer noch nichts mit der Statue anfangen. Nö. Die Statue ist einfach nur da. Wieder einfach nur da. Na gut. Oh, schöne Wasserfälle. Habe ich beim letzten Mal gar nicht bemerkt. Schön, schön. Noch ein paar Ingredienzien sammeln. Oh, hier haben wir eine Truhe übersehen. Ach, wie kann mir denn sowas passieren? Achso, weil es Inventar voll ist. Deswegen. Das packen wir zum Plunder, das packen wir zum Plunder und das packen wir zum Plunder und Rüstung. Trollhaut, nee, das behalten wir mal. Die Bauernsachen möchte ich gerne weggeben. Nö, dann machen wir einfach das, was im Plunder ist, zerstören. Jawohl. Brauchen wir nicht wirklich. So, ein Langschwert. Wir haben schon ein Silbernied-Langschwert. Nö, lass mal einfach da. Brauchen wir nicht. Sowas brauchen wir denn nicht. Da lang müssen wir. Sind die jetzt rot? Ja. Jetzt sind sie plötzlich alle rot. Als hätte ich es nicht geahnt. Da ist jemand. Da hinten. Wo gehst du lang? Dreh dich weg, dreh dich weg, dreh dich weg. Das ist sehr gut. Natürlich haben sie uns gesehen. Die sieht uns halt auch hier. Mit Sicherheit. Ja. Da können wir gar nichts tun dagegen. Dass sie uns sehen. Das ist ein wenig doof. Gottes Willen, um Gottes Willen, wo müssen wir denn jetzt lang? Um Gottes Willen! Dreht euch doch bitte alle weg. Ah, natürlich hat sie uns gesehen. Meine Fresse, was ist denn das jetzt für eine Quest? Können wir ja gar nicht gewinnen, eigentlich. Ich kann ja gar nicht unbemerkt hier durchgehen. Da müssen wir ja mega Verstohlenheit besitzen. Und du bist nicht aggro. Komischerweise. Aber gut. Das war der Handelsdings da. Jetzt ist die Frage, töten wir alle? Wegen den XP. Wegen der Erfahrung. Nein, nein, wir lassen die ganzen Wachen hier überwachen sein. Die machen ja auch nur ihre Arbeit. Sag ich mal. Tschüss. Naja, Abrechnungsmodus. Zurück durchs Gewölbe. Wir haben uns super vorbeigeschlichen. Wir haben uns wirklich unbemerkt. Wir waren wie ein Schatten. Keiner hat uns gesehen. Das war lächerlich. Ach, schon krass, dass wir den jetzt, ja, umbringen. Das ist schon krass. Muss ich sagen.
Seid gegrüßt, Wanderin. Ah, da seid ihr ja. Habt ihr es schon gehört? Nein. Der arme alte Lord Kandrian ist sanft entschlafen. Sehr traurig. Ja. Es dürfte euch interessieren, dass Aerion Rhaedarn der neue Lord Kandrian ist. Das gehört euch, will ich meinen. Ziemlich sorglos von euch, es zurückzulassen. Aber ich hoffe, wir können wieder einmal zusammenarbeiten. Das glaube ich eher weniger. Seid gegrüßt, Wanderin. Mit dir möchte ich ungern wieder zusammenarbeiten. Höchst ungern. Kann bloß plündern. Das will ich von dem braven Bürger natürlich nicht. Die kann man verkaufen. Noch wieder den das Zeug loswerden. Hier beim Mondlager war das. Die Bauernkleidung. Bei dir verkaufen wir erstmal den Plunder. Kennt ihr Grim Onwick? Ja. Es gibt Gerüchte, der Hierophant hätte versucht, ihn töten zu lassen. Ja. Und jetzt schickt Grim sich an, diese Rechnung zu begleichen. Oh ja. Das wird richtig lustig. Was hast du denn für ein krasses Medaillon? Elementresistenz, 90% Schaden. Ich glaube, das Element, Nee, das hatten wir noch nicht. Das hatten wir nur 90% und irgendwas anderes war. Gehen wir das Hohlstein, zumindest sicher Gold? Ja. Tränke brauchen wir überhaupt nicht. Nö. Seht mal wieder vorbei. Ja, vielleicht irgendwann mal später. Du hast hier noch was gehabt. Hä? Bin ich doof? Habe ich da nicht gerade was leuchten sehen? Hier sind Ingredienz, aber scheinbar nicht. Hey! Nein. Hier oben? Ja. Oh mein schön Dietriche. Wird es mich segnen, euch zu begegnen? Oh, das reimt so schön. Das finde ich ganz toll. Du warst der, genau. Hier. Habt ihr. Ah, es ist schön euch angenehm. Nein, Quatsch. Ah, hier. Das ist gut. Ja. Hier habt ihr etwas angenehme Reise. Und tschüss. Und noch ein bisschen Ingredienzien, die können wir alle mitnehmen. Jetzt können wir es ja endlich. Da unsere Chemie so hoch ist, ansonsten hätten wir die meisten gar nicht bekommen. Passiert immer noch ein bisschen, dass wir immer noch manchmal keine Ingredienz bekommen, aber das ist ziemlich selten. Hallo, Fremde. Meistens kriegen wir halt welche. Okay, als nächstes. Quest. Wir haben schon wieder keine Nebenquest. Das ist an sich gar nicht so übel, aber wir gehen hier mal zurück. Und erkunden noch ein bisschen die Karte. Und zwar hier oben haben wir noch gar nicht erkundet. Wir müssen einfach nur die Straße folgen und jetzt so weiter. Diese Straße. Da werden wir jetzt noch ein bisschen erkunden. Da hinten haben wir noch eine Feste. Wie es aussieht. Ja. Die haben wir auch noch nicht entdeckt. Ach, na los. Ja, und die Armbänder können wir auch dann abgeben. Ja, tun! Alter, was liegen hier für Leichen rum? Aua. Wieso wird denn der nach oben geschleudert, wenn wir den, das Schwert in den Boden rammen?
Frage ich mich gerade. Hier erstmal lang. Oh, Seeflachs. Und noch ein paar Gegner. Ach, da drüben sind sie. Ach, du Arter auch noch. Ja, das hatten sie ja gesagt, boah. Oh Gott, Magier. Geheimwaffe. Ratsch. Ja, nicht schlecht. Zepter? Ja, Zepter mit Eis. Ja, gar nicht so schlecht sieht das aus. Chance auf Betäuben. Wie kann denn ein Zepter betäuben? Na gut, es verschießt Eis, ne? Ansonsten, was haben wir denn hier? 14%, ne, das lassen wir erstmal noch. Kann man zerlegen. Da ist noch was gedroppt. Gold. Da hinten. Und noch ein Wissensstein sehe ich da. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ingredienzien? Ansonsten nichts. Das waren bloß die Tuata hier. Wie kommen die hoch? Die brauchen ja wie einen Enterhaken oder so. Ich meine, die können ja nicht hier hochlaufen. Aber gut, nicht hinterfragen, ne? Okay, aber wir sehen uns erst beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.